Gut, Shalom Aleichem. Wir stehen jetzt frisch und nah zu Chanukka und wir haben gelernt über die Makkabim, die Chashmonaim, und es ist sehr interessant, dass alle Namen von Matitjau und seine 5 Kinder alle haben zu tun mit Namen von Gott. Matitjau bedeutet Geschenk Gottes. Yochanan bedeutet Hashem Hanan, Gott hat begnadet. Shimon bedeutet Gott hat gehört. Yehuda ist Namen Gottes, so wie Yehudi. Elazar, was bedeutet Elazar? Gott hat geholfen. Und Jonathan, was heißt Jonathan? Hashem hat geschenkt. Gegeben, Nathan, so wie Matana, sehr schön. Also alle Namen von Kindern von Matitjau ist Namen Gottes. Gut. Eine von den Brachot von Chanukka, es gibt 3 Brachot. Die erste Bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kidushanu b'mitzvotav, ve'tzivanu להדליק נר של חנוכה. שתימת? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. נדריתה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. שפש פס. אוקיי. יצט. יש מה שאתה רואה את הרעידן? איבא דיברכה בימים ההם בזמן הזה. פסה איז בימים ההם בזמן הזה ומבס בדויתת ניסים. Was ist Nisi? Was ist Nes? Wunder. Nes ist ein Wunder. Dankeschön. Das kann mir auch sagen, Google-Übersetzung Deutsch-Hebräisch. Nes, Wunder. Vielen Dank. Aber ich will mehr hören, was bedeutet Wunder. Nes. Miracle. Ja, gut. Was ist Nes? Wenn etwas passiert, was ohne Haft. Wenn etwas passiert unerwartet, das heißt, wenn ein Zauberer macht von seiner Hut 2 Hasen, Ness. Ja? Wie man sieht halt, ich würde das jetzt nicht als... Du sagst Ness, Wunder ist, wenn etwas passiert unerwartet. Ja, also es muss schon... Gewissen Ausnahme. Moment, das ist interessante Definition, das muss ich mir merken. Also zuerst sagst du next, etwas unerwartet. Ausnahme. Ich hab gesagt, in einem gewissen Ausmaß. Ausmaß, was ist Ausmaß? Also, eine gewisse Wichtigkeit, also keine Ahnung, wie ich. Also eine bestimmte Größe vielleicht ist von. Sowas wie ein Ausmaß. Das eine große Sache. Eine Ness. Ness ist eine große Sache. Okay, große Sache, Ness. Gut. Ich würde zum Beispiel das Wunder, das Beispiel mit dem Krug nehmen, da wo die mit den Kerzen, da wo die nicht genug Öl hatten, um das komplett laufen zu lassen, die ganzen Tage, und dann das ein bisschen Öl für alle Tage gereicht hat. Das wäre zum Beispiel ein Wunder. Zuerst gefällt mir, dass du gehst auf dem sicheren Beispiel, du sagst, was kann schon falsch sein, wenn er sagt, eine Bracha Shasani Simla Avoteino, dann muss das schon stimmen. Genial. Gefällt mir deinen gesunden, logischen Schachzug. Und das stimmt, aber meine Frage ist, warum? Gerade redet er von großem Ausmaß. Und du sagst, nee, auch ein kleiner Krug, 8 Tage Ness. Stimmt. Aber ich will ein bisschen die Sache verspitzen, erklären. Vielleicht, wenn etwas passiert, was eigentlich unmöglich ist?
Etwas, was passiert, was unmöglich ist. Gib mir noch ein Wort für unmöglich. Du sagst sehr kompassig. Gefällt mir schon die Treffpunkt. Fällt mir aber unmöglich. Unvorstellbar. Okay? Du bist schon Richtung Überraschung. Unerwartet so. Ja, unvorstellbar. Okay? Ich würde sagen, übernatürlich. Opa! Hast du gelernt gestern im Torah? Was hast du gemacht bei Nacht? Geschlafen, Gott sei Dank. Also sag noch einmal übernatürlich. Das ist trifft sehr, sehr stark übernatürlich. Sie hat schon gesagt, unmöglich. Ich wollte noch das Wort von Natur und du sagst schon übernatürlich. Ich würde sagen, unwahrscheinlich, weil sonst wäre es, wenn es ja unmöglich wäre, dann wäre es ja gar nicht möglich. Das ist dann eher unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Bitteschön, du wolltest auch was sagen. Ja? Wunder. Ich will ein Beispiel für Wunder. Weißt du was? Andersrum. Gefühle hoch. Hat jemand von euch, ihm passiert ein Wunder am Leben? Ihm, seine Eltern, seine Tante, seine Onkel, seine Freunde. Jemand von euch ist ihm irgendwann passiert ein Wunder? Also es war aber mein Opa vor ein paar Jahren, der war im Koma. Und die Ärzte wollten eigentlich schon alles abschalten, also die meinten, der wäre eine Pflanze und nicht mehr leben könnte. Und dann kam halt ein Rabbi, der hat gebeten und nach einem Tag ist er aufgewacht aus dem Koma und konnte reden. Wer ist der Rabbi? Das war, glaube ich, Rabbi Apple ist gekommen. Rabbi Apple hat gebetet und dein Opa ist die Augen geöffnet? Ich glaube, das war der. Zuerst überrascht mir, sehr schön, ich werde Rabbi Apple sagen. Entweder das war Apple oder das war Levi. Leon Levi. Sehr, sehr schöne Geschichte, ich werde mir das merken. Also du sagst, der Opa war in einem schlimmen Zustand, die Ärzte wollten abschalten, gekommen ein Rebbe, Levi oder Apple, und sie haben gedavnt und es ist passiert ein Wunder. Von wem kam die Wunder? Vom Levi, Apple oder von Gott? Von Gott wahrscheinlich. Aber sie haben das ein bisschen eingeschleunigt. Ja? Okay. Bitteschön. Will noch jemand sagen, ein Beispiel? Ist euch jemand passiert eine Wunder, ja? Ich weiß nicht, ob es ein Wunder ist. Ich werde dir sagen, ob es ein Wunder ist. Du erzählst und die Gruppe wird dir sagen, ob es ein Wunder oder nicht. Erzähl. Also, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber der Bruder von meiner Oma. Der Bruder von deiner Mama ist der Onkel von deiner Mama. Ja. So ganz einfach. Der. Oder in Jiddisch alte Vetter, alte Onkel. In Jiddisch hat sowas einen Titel: ein alter Vetter, ein alter Onkel. Okay. Auf jeden Fall lebt schon seit sehr, sehr vielen Jahren in Tel Aviv. Und so, er liebt Israel und so, aber er hat halt nie so orthodoxe Juden, so, also so richtig Gläubige. Er hat es nie so richtig verstanden, also nicht wirklich gemocht. Und dann irgendwann hatte er Krebs. Und er hat dann überlebt, aber weil jemand, ich weiß nicht, was er hatte, Krebs oder so, aber auf jeden Fall hat er irgendein neues Organ gebraucht. Und er hat zum Glück einen bekommen. Und dann hat er halt jahrelang nach ihm gesucht, der ihm das gespendet hat. Und dann hat er irgendwann erfahren, das war ein Rabbiner und deswegen jetzt sind die Freunde und jetzt hat er auch eine andere Meinung mit der Rabbiner und orthodoxe Juden, also sehr gläubige Juden. Wer glaubt, das ist ein Wunder, soll die Finger hoch. Ich finde, es ist nicht ein Wunder, ich finde es zwei Wunder. Eins, dass dein Opa ist am Leben geblieben von dem Organ von der Mann. Zwei, dass er den Weg zu Hashem gefunden und gläubig geworden. Ah, nee, ich
Zwei Wunder hat er. Er hat irgendwie Blut und es ist irgendwie so, dass man kann ja nicht einfach Blut von irgendwem nehmen, weil es gibt ja nicht so Blutkrumm oder so. Ja, nur hat einer gepasst. Es gibt so eine Bank. Genau, nur er hat gepasst und es war genau so. Gut, dann haben wir zwei ähnliche Geschichten von zwei Leuten, die waren nicht gesund und geworden gesund. Okay. Wir wollen heute lernen das Thema in jenen Tagen zu dieser Zeit. Was heißt das? Es gibt in dieser Welt Gesetze. Gesetze von Natur. Gesetze von Natur heißen Naturwissenschaft. Was lernt man in Naturwissenschaft? In Naturwissenschaft lernt man Biologie. In Naturwissenschaft lernt man Chemie. In Naturwissenschaft lernt man Botanik. Stimmt. In Naturwissenschaft lernt man Zoologie, Astronomie, Gemologie. Gibt es mehrere Naturwissenschaften. Stimmt. Was lernt ihr in die Schule von Naturwissenschaft? Biologie. Biologie. Sehr schön. Physik. Physik, habe ich nicht gesagt Physik? Physik. Haben Sie Chemie gesagt? Was? Chemie habe ich gesagt. Chemie habe ich gesagt. Ja? Gut. Also was ist Biologie? Was ist Botanik? Das ist Gesetze von Natur. Stimmt? Die Sonne geht jeden Morgen hoch. In welcher Seite? Nun, welche Richtung? Welche Seite steht auf die Sonne? Im Osten. Mama mia, immer im Osten. Ja. Immer die Sonne ist im Osten. Wenn ein Jude will in Frankfurt beten, ja, soll er machen in seinen Kompass Ost und so soll er beten. Okay? Bei mir ist ganz leicht, ich gucke immer Ostpark. Dann weiß ich immer, wo zu beten. Immer die Tora-Schrank in jeder Synagoge ist in Ost und die andere, dort wo die Sonne geht runter, ist immer West. Okay? Immer, überall. Guck, die Synagoge hier im Westen, das ist hier in Ost, der Aron HaKodesh, und hier ist der West, geht die Sonne runter. Okay? Wollt ihr hören einen Witz? Wenn Sie nicht verstehen den Witz, tut mir leid, ich erzähle es. Ein Mädel hat einmal gedatet mit einem Jungen, aber der war nicht so intelligent. Aber er wollte zeigen, dass er ist romantisch. Und er sagt, komm, wir sitzen am Meer. Gut, sie gehen bei Nacht, sie sitzen eine Stunde, zwei, und der Junge ist nach dem Mädel ganz, wie sagt man, Euphorie, Banane. Und er will die Mädel sagen, dass er sie sehr begehrt, beliebt. Sagt er die Mädel, ah, ich werde mit dir sitzen bis Sonnenaufgang. Und er zeigt auf dem Meer. Und die Mädel hat gesehen, dass er ist so blöd. Er weiß nicht, dass die Sonne geht runter in dem Meer. Also er will sehen in dem Meer, wie die Sonne kommt, doch. Sie ist aufgestanden und die Date ist zu Ende, weil sie wollte ein intelligenter Junge. Ja, bitte lachen. Ich finde den Witz gut, oder? Wie findet ihr den Witz nicht gut? Also er hat gesagt, der Mädel, lass uns warten, bis Sonnenaufgang. Aber es gibt nicht im Meer Sonnenaufgang. Im Meer gibt es Sonnenuntergang. Wenn man geht, Foto machen neben dem Meer, was macht man? Wie die Sonne geht runter, stimmt? Es gibt nicht mehr in dem Meer, die Sonne geht hoch. Ja, außer auf der Insel. Insel ist nicht ein Meer. Wieso? Wir reden jetzt in Israel, in Tel Aviv oder in Netanya. Die Witz war in Israel. Wahre Witz. Ich habe es gelesen. Oder besser zu sagen, meine Frau hat mir gelesen von einer Biografie von Amedel. Das ist gegangen mit einem Jungen zu daten. Und der Junge hat gesagt, ich warte auf dem Meer. Auf Sonnenaufgang. Dann hat sie gesehen,
Er ist ein Stickel debil. Sagt man debil? Nein, debil ist zu hart. Wie? Auf Russisch sagt man debil. Ja. Also deshalb gibt es in dieser Welt natürliche Gesetze. Und die Gesetze bleiben immer so. Stimmt. Und was passiert, wenn die Sonne bleibt stehen, in die Mitte von dem Meer, 10 Stunden? Was ist das? Tsunami. Tsunami? Also soweit ich weiß, wenn die Sonne stehen bleibt oder der Mond sich nicht bewegt, dann wird es ein riesen Tsunami geben. Das habe ich nicht gewusst, das weiß ein Wissenschaftler, das habe ich nicht gewusst. Ich weiß, wenn die Sonne bleibt, steht ist ein Wunder. Also, wenn ich gucke, ich bin ein Religionlehrer. Ich bin kein Physiker, ihr seid gebildete Kinder, ich bin ein Religionslehrer. Ich kenne gut die Tora, sehr gut. In die Tora immer, wenn die Sonne ist gestanden, war ein Wunder. Okay? Wenn Moshe Rabbeinu hat gekämpft gegen Amalek, die Sonne ist geblieben. Joshua in Emek Ayalon hat gekämpft, die Sonne ist geblieben, weil er wollte nicht, dass die Soldaten soll kämpfen am Schabbes. Okay? Wenn Gott hat gemacht drei Tage in Ägypten Finsternis. Normalerweise, wie viele Stunden gibt es Finsternis?